So, dann, ja, bin ich jetzt gerade mal überlegen, wie ich da am besten anfange, ob ich hier jetzt einfach meine U-Bahn rein klatsche oder auch nicht. Ich denke mal, theoretisch die U-Bahn könnte ich ja noch mit Steinen machen. Das wird dann, glaube ich, noch ein bisschen besser aussehen. Dann die U-Bahn-Station so mit Steinen machen und dann der nächste Raum irgendwie dann halt mit Holz ist. Sozusagen der Eingang zur... Oh, es wird ja schon wieder Nacht. Zur Villa. Dann gehen wir hier rein. So, jetzt... Ja, ich kann aber auch tagsüber schlafen, also das wäre eigentlich kein Problem, aber... Hallo? Schon der halbe Mond da. So, jetzt. So. Okay, also, wie machen wir das am besten? Ich denke es einfach mal, dass ich hier noch ein bisschen Holz hin mache. Und dann baue ich hier irgendwo meine U-Bahn-Station. So, am Anfang sieht es wohl vielleicht noch ein bisschen komisch aus, wie ich das baue, aber ja, ich denke mal, dann so langsam kommt dann auch eine Form rein. Ich bin jetzt noch ein bisschen so, ja, ein bisschen confused, wie ich es am Bau, aber ich denke, das mit der Zeit kommt dann schon hier ein System und auch, ja, in die Form rein, wie gesagt. So, hier wird ja dann der Zug ankommen. Das heißt, hier könnte ich mich ja eigentlich nach unten graben. Einfach mal so. So, mal gucken, ob ich dann eigentlich direkt in meine Höhle reinkomme. Ich hoffe es ja mal. Oder halt in den Gang rein. So, hier sind ja schon die Leitern. Okay, ja, eigentlich noch ein ganzes Stückchen hier nach unten. So, na toll, wie mache ich das? Boah, hallo? Wie mache ich das jetzt hier am besten? Bauen wir das hier mal ab. Dann. Ach so, nee, das auch noch. Dann so. Ja, genau, so geht's gut weiter. Eigentlich war es jetzt ein dummer Gedanke, hier in meinen Gang reinzukommen. Eigentlich ist es doch kein Problem, da reinzukommen, oder? Wenn ich hier auf der Linie bin, passt es ja schon. So, ich... Ja, ich... Oh, nein, ich mache jetzt mal keine, oder? Ach komm, mach mal Fackeln an. Nicht, dass ich noch immer beschwert. Phoenix, wenn du hier ganz toll Stein abbaust. Ach, es ist ja gar kein Stein, das ist ja Eisen. Sorry, dass ich euch belogen habe. Voll der Betrüger, der Fuzzi. Gibt's doch gar nicht. So, hier weiter runter. Schon hier, ja, eine Linie. Nicht, dass ich hier irgendwie unsymmetrisch nach unten baue. So, wie lange geht's noch? Ach nee, das bauen wir noch weg, weil das ist ein bisschen eng hier. So, nach unten bitte. So, wird schon wieder zu dunkel. Ich finde es nämlich ein bisschen blöd, dass YouTube halt auch noch das Video ein bisschen dunkler macht. Im Endeffekt sieht man noch eigentlich ganz gut in Minecraft und dann, ja, bei YouTube sieht man so, ah, scheiße, ist viel zu dunkel. Das finde ich gar nicht so toll. Ah ja, wie weit geht's denn noch hier runter? Ach nö, schon wieder falsch gebaut. Och, Mann, Fuzzi.
Jetzt benimm dich mal. Ah, hallo? Ganz bedeppert oder so? Sehe ich eigentlich auf der Karte? Na toll, sehe ich eigentlich gar nicht. So, langsam wäre es doch mal Zeit, nach unten zu kommen, ey. Ah, jetzt endlich mal. So. Ja, okay, so weit ist es eigentlich gar nicht. Und die Spinne irritiert mich gerade ein bisschen. Dann können wir so machen. Dann geht's hier hoch und ja, den Gang habe ich jetzt eigentlich umsonst gebaut, aber das ist ja jetzt gar nicht so schlimm. Oh, da liegen ja ganz schön viele Leitern. Den Gang brauche ich jetzt, man kann sagen, höchst schon wieder Nacht, aber da haben wir jetzt ja, zum Block hingebaut. So, soll ich die jetzt eigentlich noch abbauen? Ach, egal, die lasse ich jetzt erstmal hier. Vielleicht kommt es ja gebrauchen eigentlich nicht mehr, weil da kommt ja dann die Zugstrecke. Und ich habe ja, glaube ich, meine ganzen Gleise weggelegt. Ja, dann könnte ich eigentlich schon mal die Gleise hier hinlegen, aber ja, das machen wir dann mal irgendwann später. Eigentlich sollte ich ja noch alles breiter machen, aber ja, das machen wir auch noch später. Vielleicht tue ich das dann verknüpfen mit der Baumfarm, wo ich da dann aussieht mit dem Zeitraffer, dass ich hier das auch noch gleich hoch mache. So, hier ging es nach oben. So, dann kommen wir hier raus. Aber das ist auch ein bisschen eng, dann hier gleich, oder? Hm. Eigentlich würde ich ja gerne den Raum dann so symmetrisch haben. Das sind hier 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, in der Mitte kommen wir auch nicht richtig raus. Fusch hier, voll. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Machen wir bis hier. Bis hier machen wir 4. Hahaha. Können wir hier eigentlich ja wohl noch hier, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bis hierhin. Dann machen wir halt das Holz hier wieder weg. Ist ja jetzt auch nicht so tragisch. Ist auch nicht Bock, in so einem komischen, verwinkelten Raum hier rauszukommen. La, 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 da, da, na, na, la, la. Oh, wie süß. Das war doch in dem Zeitraffer, war das ja schneller, das Lied, oder? Ne, das war glaube ich was anderes. Aber das hört sich ziemlich ähnlich an, wie aus dem Zeitraffer. So, habe ich. Ah, noch. Doch, eigentlich soll ich ja. Koppel hier. Ne, Klinis will ich. So, dann machen wir das Ganze hier. Dann kann man ja hier auch schon mal hier an die Wand hinbauen. So, wie hoch mache ich das? Ich glaube, nochmal eins höher. Das, dann haben wir eine Dreierhöhe. Was soll man es noch höher machen? Das kennen wir eigentlich dann noch besser. Ich mache dann erstmal hier die Grundmauer. Ach so. Hier sollte ich ja noch ein bisschen weiter machen, wäre doch ganz schlau. Eigentlich bis hierhin. Dann machen wir das halt so. Ach, das blöde Gras da. So, dann machen wir es halt so. Jetzt ist der Gang halt mehr rechteckig, aber besser wie vorher eigentlich. Habe ich gerade gesagt, mehr rechteckig? Doch, passt doch.
Ah, Rechteck mit Viereck vertauscht. Oh, Fuzzi. So, hier weiß ich nicht, soll ich hier auch noch eine Steinmauer machen? Doch, eigentlich schon. So, 1, 2, 3. Das wären dann 3. Hier 1, 2, 3. Das passt doch. Oder soll ich da einen breiteren Gang machen? Ach, egal, das schauen wir dann später, wie wir das Ganze machen. Ja, das können wir dann nachher noch verfeinern, dann, wenn es soweit ist. Und es wird schon wieder langsam dunkel, oder? Ja, die Sonne ist schon wieder am Untergehen. Ich wollte gerade sagen, oh, ich habe ja zu wenig Cleanstones mit, aber stimmt gar nicht. Kommt mir gerade die Frage eigentlich, wenn ich hier gerade fertig bin, dass der Raum eigentlich schon wieder fast zu klein ist. So gerade mit dem Gedanken, dass wir vielleicht dann hier, keine Ahnung, wenn wir später mal vielleicht noch irgendwo anders was bauen, dass wir auch von dem Punkt aus dann wieder hier irgendwie weiterfahren. Das ist die gute Frage. Aber ich platziere erstmal... Aua, Fackeln. So, hier eine. So, mittig wäre jetzt hier, glaube ich, oder? Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann machen wir das hier. So, dann muss ich ja in der Mitte eigentlich auch keine mehr machen. Dann reicht es doch so. Obwohl, hier ist eigentlich fast ein bisschen viel, aber naja, egal. So, dann kann ich hier mal wegmachen. Dann hier, das lasse ich glaube. So, dann sieht es ja eigentlich auch mal einigermaßen okay aus. Hier tun wir halt dann später noch die normalen Cleanstones hier zur Verschönerung. Ach, das war eigentlich auch. Ja, wir machen ja wohl eh einen breiteren Gang. Und dann hätten wir hier schon mal. Guck, der Mond sieht irgendwie ein bisschen aus wie die Erde. Hier so das Land ist, hier Wasser. Irgendwie sieht das schon voll geil aus. Mach mal hier eine Decke rein. Ja, schon wieder. Kobbelt's aus. Ich habe gerade überlegt, irgendwie sieht es auch ein bisschen blöd aus hier. Die Fackel so weit oben, oder? Oder soll ich die Decke noch um eins höher machen? Ich glaube, das kommt sogar besser. Noch eins höher. So, dazu brauche ich Erde. So, Hallöchen, Freunde. Ach nö. Oh, und jetzt habe ich auch noch den Block falsch gemacht. Ah, Skelett, Skelett. Hier ganz schnell, hier zack, 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 zack. So dass uns nicht trifft, müssen wir jetzt immer ganz schnell rumlaufen. So, Ecke. Oh, na, ich glaube, das wird wohl nix. Ja, hallo, schieß mich rum. So, wo ist mein Bett? Ja, Spinne, genau. Jetzt chillt mal. Und jetzt kann ich sicherlich nicht schlafen, weil wir uns schon sind. Oh, danke schön.
Ja, hallo, ich wollte es essen. Damit ich wieder ein paar Herzchen bekomme. Komm, dann müssen die halt wohl doch dran glauben. Oder machen wir mal so ein Guckloch. So, kommt keiner von den Kollegen. Dann schnell wieder hier rein. Und machen wir hier mal hier so zwei Blöcke hin.